Servus und willkommen zu einer weiteren Folge von FeedBeast Infinity Evolved. Mein Name ist Herakul und heute werden wir umziehen. Also, ich war ein wenig erkunden hier herüben mit dem Jetpack und hier herum und ich habe diese Insel hier gefunden. Die ist einfach nur perfekt, die ist so groß, wie ich sie haben möchte. Ich hätte im Notfall noch drei weitere, beziehungsweise ich glaube vier sogar, da ist auch noch eine, wenn mich nicht alles täuscht. Drei oder vier Inseln hier außenrum. Das wird quasi unsere Hauptinsel mit unserer Hauptbasis. Dann werde ich hier wahrscheinlich unser Energiezentrum machen. Und ich werde nach oben, nach unten und zur Seite ins Wasser, unter Wasser expandieren für Sachen, die wo ich halt machen möchte. Und vom Stil her sollte das mehr oder weniger so eine Art Forschungseinrichtung sein. Ich habe hier schon mal die Kisten weggenommen. Und zwar mit dem Dolly bzw. Sackkarre. Hier. Ist einfach nur 5 Eisen und ein Stückchen Holz. Und wenn ich die jetzt mal raus tue und in mein Inventar, dann bekomme ich den Effekt Slowness und Mining Fatigue 2. Also ich kann langsam abbauen und kann mich langsam bewegen. Tue ich das aber in ein gesondertes Inventar, dann fällt es eben weg. Genau. Ich werde jetzt da zweimal muss ich noch hin und her reisen. Wie ich das mache, zeige ich euch auch schnell. Und zwar den Hangglider brauche ich dazu. Genau, ich habe noch goldene Chests gemacht, also goldene Truhen. Das ist im Endeffekt eine Eisentruhe mit Gold umrandet. So, also, wie mache ich das? Ich fliege in die Luft. So, also ich habe es jetzt mal ausprobiert, so 250, dann stürzt das Spiel ab. 190, 200 vom Y-Level, das, wo man am rechten Rand sieht, ist okay. Und wenn ich jetzt auf 200 hochgehe, so, dann Rechtsklick und jetzt fliege ich hier schön langsam. Man sieht es leicht, die Frames droppen ziemlich krass runter. Genau. Und jetzt halt, wenn ich unter 200 bin, dann geht's einigermaßen. Das ist aber seltsamerweise nur beim Wasser. Naja. So. Ja, ich werde das jetzt halt weiterfilmen. Und wir sehen uns dann drüben. So, und wir legen uns hier rein. Das ist die Insel von oben. Für den Lag tut es mir jetzt wirklich sehr, sehr leid. So schaut der ganze Spaß aus. Die Insel werde ich nehmen. Die ist schön. Wir haben da einen kleinen Vulkan. Da drüben haben wir noch eine kleine Insel. Wo ist sie? Naja, man sieht sie von hier nicht. Also die Powerplants sind relativ aus dem Weg. So können wir uns auch mal mit Nuklearen von IC2 befassen. Und was sehe ich da? Was sehe ich da? Ah, Quarried Stone, sehr geil. Die findet man nicht überall, das Material hier. Und deswegen ist ganz toll. Und wir haben einmal Nutmeg und Birnen. Was haben wir hier noch? Avocado am Baum. Ja, also ich finde die Insel ganz cool. Wir werden die, also ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde, ob ich mit der Landschaft arbeiten werde oder ob ich sie einfach komplett flach mache und Thema erledigt. Aber wir werden hier herüben sesshaft. Jetzt am Anfang starte ich auf der Insel da drüben, dann kann ich im Endeffekt die provisorische Basis hier herüben hin verfrachten und kann dann auf der Insel was Anständiges bauen, wenn wir dann soweit sind. Und
Genau. Wir sehen uns, wenn ich die restlichen Sachen von unserer Base geholt habe. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Ich habe jetzt das ganze Zeug hier nach herüben transportiert. Ich weiß jetzt übrigens auch, woher diese absoluten Lag-Spikes kamen. Und zwar jedes Mal, wenn ich neue Chunks geladen habe, sind auch diese tollen Squids da drüben, also die Tintenfische, gespawnt. Und das waren so viele auf einen kleinen Fleck, dass die Framerate übelst gedroppt ist. Ich war noch ein bisschen erkunden, und zwar im Norden. Also wir haben hier noch eine kleine Insel. Dann hat das hier wird eine Insel wird Power und die andere Insel wird wahrscheinlich irgendwas anderes. Muss ich mal schauen. Ich habe da sowas im Hinterköpfchen, was ich da eventuell machen würde, und das wird wahrscheinlich auf der sein, weil die ist relativ flach. Dann da hier oben haben wir auch noch eine, falls wir irgendwie zum Beispiel so eine Sewage-Anlage hinbauen möchten, dann werden wir das wahrscheinlich auf der oder auf der hier machen, die wohl relativ klein ist. Dann mache ich hier im Norden noch. Genau, das wollte ich noch zeigen. Hier ist nochmal von Pumps Harvest Mode. Nein, falsch. Wie heißt der andere Mod jetzt wieder? Also nicht von Pams, sondern... Ah doch, das ist wirklich Pams. Ja, von Pams sind da einige Dinge. Da habe ich mir auch... Moment. Diese Melonen habe ich mir geholt. Und Peanuts. Einfach geil. Aber was wollen wir heute machen? Also, ich möchte heute mal ein wenig mit dem Pams Harvest Mod arbeiten. Beziehungsweise nicht explizit mit denen, mit dem Mod, sondern... wie hat jetzt der andere wieder geheißen? Ja, weiß ich nicht mehr, wie der geheißen hat. mit dem Crossbreeding auf jeden Fall. Schauen wir mal, was war das jetzt wieder? Mushroom. Genau. Genau, dieses Bohren. Agricraft, genau, das war's. Ich möchte heute ein bisschen damit arbeiten, und dazu brauchen wir den Clipper. Genau. Und was brauchen wir da noch dazu? Genau, diese Crop Sticks und den Seed Analyzer haben wir schon. Und den Agriculture Journal brauchen wir. Das ist Book and Quill. Das und vier unterschiedliche Crop Typen. Also, nein, falsch. Vier unterschiedliche Samentypen. Und das brauchen wir dann. So. Mal eine Decke hier machen. So. Also. Dann werden wir jetzt als erstes mal das hier wegmachen. Und den da. Und zwar möchte ich als erstes mal anfangen. Wo ist es? Genau, davon brauche ich einen. Dann zwei. Wo ist mein Analyzer? Habe ich den hier rein? Also wenn man da hier unten Doppelklick drauf macht, dann öffnet man im Endeffekt die Autosuch. Sache. Und dann findet man halt speziell für diesen Mod die Gegenstände. Also jetzt am Anfang ist das noch relativ wichtig, sag ich mal. So, Book and Quill. Ich brauche ein Hühnchen. Ich werde jetzt halt mal schnell die Sachen ein bisschen zusammenfarmen, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin gerade am Rückweg. Ich habe
eine Feder gefunden und da habe ich dieses kleine Dorf oder eigentlich eher Städtchen hier gefunden. Und das wollte ich eigentlich mal zeigen. Das ist eigentlich ganz cool. Da ist zweimal von Agricraft bzw. Pam's Harvest Mode und da vorne auch noch. Das hier ist von Railcraft. Genau, wir werden uns das jetzt einfach mal anschauen. Vielleicht gibt es ja da irgendwas Cooles. So, ab nach unten. Türmchen. So, weil ich suche nämlich... Okay. Den will ich nicht. Und davon habe ich noch. Bambu. Peanut. Ich suche nach Soja-Beans, also nach Sojabohnen. Weil man das im Endeffekt als Fleischersatz hernehmen kann und das kann man halt wirklich vollkommen automatisieren. Winter Squash, Okra. Es heißt halt dann halt immer noch Hamburger und es ist immer noch ein Fleischhamburger, aber halt vollkommen automatisiert. Und das könnte man dann eventuell als okay. Das könnte man dann eventuell... Ah, das ist einer von diesen Wassertanks. Das könnte man dann eventuell als Energie hernehmen. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Ah, Bienen. Sehr cool. Ah, Modest Queen und eine Modest Queen. Ja, müssen wir uns dann auch mal anschauen. Ups. Creeper. So, mal gucken. Weil normalerweise sollte man die hier schon finden. Hoffe ich zumindest. Crape. Ich könnte mal nachschauen. Soja. Ah ja, okay, schreibt mal so. Soja, Bean Seed, Rice und Bean. Okay, dann müssen wir nach denen auch noch schauen. Vielleicht finden wir die ja auch noch. Aber dann müssen wir die halt einfach mal ein bisschen crossbreeden, bis wir das bekommen. Seed Seed. Was tue ich denn weg? Ja, mal schauen, vielleicht sind das bessere. Okay. Naja, ich reise jetzt wieder komplett zurück und wir sehen uns dann halt in der Base. Bis gleich. So, ich bin wieder zurück. Wir fangen an mit Sugarcane Seed. Weil um Book and Quirrell zu machen, brauchen wir Bücher. Bücher brauchen wir Papier und aus Sugarcane bekommen wir Papier. Ich habe hier Zuckerrohr gefunden, aber ich möchte das natürlich jetzt gleich mal ausprobieren. Also, das heißt, auf der einen Seite brauchen wir normalen Seed und auf der anderen Seite Karotte. Und daraus bekommen wir Sugarcane, wenn wir als Nährboden Sand hernehmen. Jetzt kommt das hier hin und das dahin. Dann brauche ich das da. Und dann gießen wir das. Und zwar bis beides so vollkommen gewachsen ist. Na, auf geht's. Genau. Und jetzt, um das quasi zu kreuzen, müssen wir das zweimal hinmachen. Dann müssen wir das ein bisschen gießen. Und eventuell kommt dann jetzt gleich. Ja, perfekt. Sugarcane Seed. So. Gut. Schauen wir mal. Dum, dum, dum. Was mich jetzt eigentlich wundert ist, ob man das hier wachsen. Nee, kann man nicht. Okay. Gut. Also du bleibst mal da.
Und jetzt kann man den Sugarcane im Endeffekt hier hin tun. Gießen, bis er wieder komplett wächst. Jetzt machen wir das mal. Major, also gewachsen. Und dann sollte ich mit dem Clipper... Ha, perfekt, der funktioniert also auch. Okay, ah ja. Und jetzt halt kann ich beide wachsen lassen und die kann ich jetzt halt im Endeffekt kreuzen und dadurch einen eventuellen stärkeren bekommen. Das sehen wir jetzt dann im Anschluss gleich. So. Ich meine, wir können es noch nicht wirklich überprüfen. Der sollte jetzt halt im Endeffekt stärker sein als der da. Also jetzt habe ich zwei unterschiedliche Sugarcane Seeds. Sehr schön. Gut zu wissen, gut zu wissen. So, ich mache jetzt mal. Schauen wir mal. Also das Rezept für Papier hat sich mit Modded auch ein bisschen verändert, finde ich. Schauen wir bitte mal Leder. Ja, sonst muss ich wieder wandern. Nein, haben wir nicht. Ja, ich besorge noch schnell Leder und dann machen wir das gleich fertig. So, normalerweise müsste ich das Buch jetzt halt craften können hier. Ich meine, ich habe... ich denke, dass man da jedes Seed hernehmen kann, aber anscheinend geht es nicht. Dementsprechend sagt mir hier, ich kann nichts machen. Ich werde das herausfinden. Man kann das hier schon analysieren und alles, aber es speichert es halt einfach nicht. So. Wachse, wachse. Und das ist, perfekt. Durch das, dass es schon analysiert ist. Ah, okay. Ah, jetzt halt. Genau. Und jetzt muss ich halt wieder das ganze Crossbreeding-Zeug machen, weil ich möchte da ein 10-10-10-Teil bekommen. So. Ah, ja. Und... perfekt. Dann schauen wir mal. Das ist der neue. Ah ja, da hat jetzt schon 8, 6, 5. So, das werde ich jetzt halt machen, so lange bis wir einen 10, 10, 10er haben. Und danach sehen wir uns wieder. So, kurzes Update. Ich habe unseren ersten 10-10-10 Seed bekommen. Das heißt, ich kann jetzt halt hier das mal hinpacken. Da kann man im Endeffekt eigentlich beim Wachsen mehr oder weniger zuschauen. Sich das anschauen. Das ist einfach brutal. Dann brauche ich meinen Clipper. Und die sind jetzt halt alle 10-10-10. Und wie gesagt, das ist brutal, wie schnell, dass die halt jetzt wachsen. Und jetzt wartet's mal. Also, ich habe 42 drinnen. Und jetzt habe ich 46. Also, ich bekomme jedes Mal 4 Beat. Das ist einfach ziemlich geil. was unser kleines Journal hier angeht, da werde ich mir... Kaffee, geil. Also Kaffee werden wir definitiv auch machen. Ich schaue jetzt mal. Ach ja, genau. Also Grape habe ich. Den sollte ich haben. Kaktus habe ich nicht.
Und Kaffee habe ich auch nicht. Ich werde mir das jetzt halt aufschreiben und dann werden wir einfach die Sachen brüten, weil ich glaube, wir haben alles da, um wirklich jeden einzelnen Seed zu brüten. Und ja, dann werden wir das jetzt machen. Ich werde das dann einmal vorbereiten. Also ich werde euch das nicht alles aufnehmen, sondern ich mache das jetzt einfach und dann sehen wir uns, wenn ich damit fertig bin. So, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt halt alles wachsen lassen. Also, der Kaffee, der war eigentlich am schwierigsten, weil ich dazu Bohnen gebraucht habe. Bohnen bekommt man aus Pumpkin und Potato, also sprich aus Kürbis und aus Kartoffel. Kürbis bekommt man aus Kartoffel und Karotte. Und es funktioniert halt nicht immer gleich aufs erste Mal. Es kann halt sein, dass die Kartoffel stärker ist als die Karotte und dadurch hier dann halt Kartoffel drin ist, oder andersrum ist es auch möglich. Cucumber hatte ich da, also das ist Essiggurke. Und die Cactusfruit, da hatte ich den, und also Bambus Sprossen und Kiwi hatte ich hier. Und da habe ich jetzt die Kaktusfrucht bekommen. Das ist einmal hier Kaktusfrucht. Und die Kaffee. Böhnchen. So, jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Ja, hier ist unser Journal. Was das Journal im Endeffekt macht, ist. Schauen wir mal. Da ist ja die Introduction nochmal mit drinnen. Genau. Und wenn ich das jetzt hier reinpacke, die Kaffeebohne nehme, zu Seed mache und das hier rein tue, dann sagt es mir, hey, Kaffeebohne, das und so. Und wenn ich jetzt hier reinschaue, dann sollte es mir anzeigen. Ach ja, genau. Dann habe ich halt sehr viele Informationen darüber. Das ist eigentlich schon cool. Ich kann mir die Helligkeitsgrad kann ich mir anschauen. Es gibt ja 15 verschiedene Stufen. Dann halt, wie die Frucht ausschaut, die für einzelnen, also die einzelnen Wachstumtume. Dann hat hier noch eine Erklärung. Diese Bohnen sind die Basis für für eine dampfende Tasse von Kaffee, um deinen Tag zu starten. Also einfach gesagt, die Basis deines Tages. Und das habe ich ja letzte Zeit bei jedem Seed eigentlich. Deswegen ist es ganz cool. So, das war's heute. Heute mal nichts Technisches. In der nächsten Folge werden wir uns mal um die Insel da kümmern, die anständig ausleuchten, beziehungsweise das werde ich wahrscheinlich in den Folgen jetzt dazwischen drin machen. Und jetzt wollte ich wollte mit euch noch zusammen was nachschauen. Ah, schade, das ist in diesem Modpack nicht mit drinnen. Da gibt es nur die normalen Elevator Blocks. Okay, gut. Ja, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Weil es gab mal in einem Modpack, das wo ich gespielt habe, gab es mal Aufzüge. Und diese Aufzüge, die waren im Endeffekt, du gehst rein und dann wirst du nach oben gesaugt. Und da hätte man halt was echt Cooles machen können. Aber das gibt's halt hier leider nicht mehr. Oder leider nicht. Aber ist nicht so schlimm. Genau, und wir werden dann halt auch schon langsam mal anfangen, Richtung Quarry zu arbeiten, damit wir nicht mehr selber zum Mining gehen müssen. Aber dafür brauchen wir ja viele Sachen, sage ich mal. Müssen wir ein paar Endermen killen und so weiter. Aber das wird alles in einer der nächsten Episoden sein. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da. Wenn ihr täglich mehr Videos von mir sehen wollt und keins davon verpassen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns zu einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, mein Name ist Eragol. Ciao und Servus.